Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Randall's Monday. Wir haben ja im letzten Party Apokalypse erlebt. Herr Tod persönlich hat uns Matt vorbeigebracht, der jetzt auf unserem Sofa rumlümmelt und ein wenig Teleshopping guckt. Und wir sprechen mit ihm. Juhu! Hey. Wie ist es dir denn so ergangen? Wie ist es dir denn so ergangen? Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Randall. Die Tage vergehen und alles scheint eigentlich ganz normal. Obwohl ich nicht gut geschlafen habe in letzter Zeit. Was denn mit Sally? Ich habe immer diese Albträume. Albträume, in denen ich jedes Mal draufgehe. Und das immer auf ganz bestialische Weise. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Anfangs war es ja doch ganz lustig, aber jetzt habe ich richtig Horror davor einzuschlafen. Deswegen habe ich meinen Kaffeebecher mitgebracht. Hast du Kaffee da? Ich habe selbstgemachten Kakaoersatz. Den hat Mortimer erfunden. Der leuchtet im Dunkeln, aber er macht dann auch nicht mehr, glaube ich. Verdammt, ich brauche Kaffee, Randall. Tu was! Steht da Starbucks auf meinem Shirt? Das habe ich vor ein paar Episoden schon mal für einen anderen Typen gemacht. Hab nicht schon wieder Lust dazu. Mann, du verstehst das nicht. Ich will nicht noch mehr erleben, wie mir die Wondermatic-Zahnbürste langsam die Augen ausschabt. Alter. Tja, tut mir leid, Matt. Will mal schauen, was ich machen kann. Aber wie gesagt, Kaffee habe ich keinen da. Na, dann, er sollte sich vielleicht weniger Wondermatic-Geräte kaufen, dann hätte er auch nicht so viele Mordinstrumente, ne? Wie wäre das denn? Mann, wie biegen wir das nun wieder hin? Was machen wir jetzt? Also, wie läuft es denn so mit Sally? Ach, guck mal, hier kommt die Sally-Frage. Wir fragen aber mal, wie wir das wieder hinbiegen. Mann, wie biegen wir das nur wieder hin? Was hinbiegen? Die Fernsehantenne? Alter, der hat ja nur Fernsehen im Kopf. Was stimmt denn mit dem Fernseher nicht? Tja, der geht nicht. Alter, wir haben im Moment echt andere Sorgen. Jetzt sei doch nicht so eine Drama-Queen, Randall. Ist doch kein Weltuntergang. Doch. Scheiße, stimmt ja. Fast schon vergessen, Mensch. Was machen wir jetzt? Zum Mittagessen? Weiß nicht. Bock auf Tacos? Matt, konzentrier dich jetzt mal für einen Moment, okay? Ich glaube, das ständige Sterben hat dein Gehirn aufgeweicht. Glaubst du? Ja, glaubst du? SpongeBob! So, also wie läuft's so mit Sally? Jetzt kommt's. Also, der kennt bestimmt Sally nicht mehr. Tja, die ist ganz von der Hochzeit besessen. Die gibt's noch. Aber bei mir ist alles okay. Es sei denn, die ganzen Albträume haben was mit der Heirat zu tun. In dem Fall geht's mir nicht so gut, wie ich dachte. Weißt du denn, was sie im Moment so treibt? Ich glaub, sie wollte heute ein Hochzeitskleid aussuchen. Heute? Oder es ging um die Kleider für ihre Brautjungfern? Mac, bist du sicher, dass sie das heute machen wollte? Mitten in der Apokalypse? Komm schon, Randall. Die Apokalypse ist nichts gegen Brautzilla. Weiß ich nicht, Mann. Geht einen Haufen Scheiße ab da draußen. Wusstest du, dass sie so einen Aktenordner mit tausenden von Seiten hat, den ich jeden Tag anschauen muss? Mir ist doch die Farbe von den Tischdecken oder den Servierten ganz egal. Ich will nur meine ganz besondere Hochzeitstorte. Und weißt du was? Die werde ich auch kriegen. Halt dich fest, Randall. Ich krieg nämlich eine Jabba the Hutt-Torte in Originalgröße. Ach du Scheiße. Glaubst du das? Wir fressen den verdammten Jabba. Weißt du, das klingt nicht gerade appetitlich. Du hast recht. Wo hatte ich bloß meinen Kopf? Oh mein Gott, wach auf, Matt. Das ist der verfickte Weltuntergang. Tod sagte gerade, dass wir die einzigen Überlebenden sein werden. Ich glaube kaum, dass Sally heute irgendwelche Hochzeitskleider anprobieren kann. Entweder die eins von den letzten beiden. Hier. Tod sagte gerade, dass wir die einzigen Überlebenden sein werden. Den Scheiß hast du ihm abgekauft? Weiß nicht, Mann. Aber wenn so ein scheiß Skelett mit einer scheiß Sense zu mir kommt und mir was vom Ende der Welt erzählt, bin ich geneigt, ihm zu glauben. Ja, unter Umständen könnte der man typ glauben. Auch überzeugt. Gebe ich zu. Aber trotzdem. Was? Ich glaub nicht an den Tod. Was? Ich meine, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, dass wir alle früher oder später ins Gras beißen, aber mir fällt schwer zu glauben, dass ein sprechender Schädel ankommt und meine Seele mitnimmt, wenn es soweit ist. Alter, ist mir scheißegal, was du glaubst. Wir haben Tod gerade persönlich getroffen und er hat gesagt, dass wir die letzten Menschen auf Erden sind. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, klar. Aber sagte er, die letzten Menschen? Oder sagte er, die letzten Männer? Macht das einen Unterschied? Tja, für mich nicht. Ich bin ja schon vergeben. Aber wie sieht's mit dir aus? Ist doch eine schöne Gelegenheit, den Fortbestand der Menschheit mit ein paar gut aussehenden Unbekannten zu sichern. Lass dich einfach gehen, Kumpel. Alter, okay. Ich glaube kaum, dass Sally heute irgendwelche Hochzeitskleider anprobieren kann. Wieso? Hat sie etwa zugenommen? Oh. Woher zur Hölle soll ich wissen, ob sie zugenommen hat? Guck doch mal aus dem Fenster, die Welt geht unter! Weißt du eigentlich, was so ein scheiß Hochzeitskleid kostet? Das ist ein Vermögen! Das stimmt allerdings. Und ich sag dir, wenn du einer Frau sagst, sie kann sich ihr Hochzeitskleid nicht aussuchen, dann kann dich nicht mal die Apokalypse vor ihrem heiligen Zorn retten. Das stimmt das vielleicht auch. Ich ja gerne. Aber manchmal nicht, dass... Hör zu, Randall.
Sally geht's gut, ganz sicher. Oh mein Gott, wach auf, Matt. Das ist der verfickte Weltuntergang. Randall, entspann dich. Mach einfach den Shopping-Sender an, ja? Ich bin sicher, das mit der Apokalypse wird schon nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Das ist das Ende der Welt. Das können wir nicht so einfach ignorieren wie die Resident Evil-Filme. Das ist eine ganz andere Nummer. Glaub mir, Randall, die Leute reagieren bei so Sachen einfach über. Ach ja. In ein paar Stunden ist alles wieder ganz normal. Da bin ich sicher. Ja, klar, sicher. Scheiß! Oh. Du solltest nicht alles glauben, was ein sprechendes Skelett erzählt. Die sind aus Prinzip nicht vertrauenswürdig. Du wirst schon sehen. Bald ist alles vorbei. Mann, mir fällt schwer zu glauben, dass du das ernst meinst. Na klar meine ich das ernst. Ich lass mich nicht schon wieder mit dem ganzen Weltuntergang-Scheiß drankriegen. Denn wenn ich mich recht erinnere, dann war schon 1996 die Zerstörung durch 16 Millionen Raumschiffe angesagt. Dann der ganze Scheiß mit dem Y2K-Virus. Weißt du, ich warte immer noch auf den Aufstand der Maschinen. Und dann ging's mit den Inkas los und ihren Kalendern. Irgendein Mist über Meteoriten, Photonengürtel, Sonnenstürme. Also wenn du mich fragst, scheiß auf die Apokalypse. Ich bin sicher, es läuft auf ein paar eingestürzte Gebäude und eine Handvoll Zombies raus. Ja, der Matt hat so seine Ansichten. Resident Evil Filme habe ich auch ignoriert alle, obwohl ich die Spiele so liebe. Ja, die Filme, nö. Ich glaube, ich gehe dann mal die Menschheit retten. Okay, Mann. Bring auf dem Rückweg Kaffee und Tacos mit. Guck mal, der mit Kaffee und Tacos. Sicher. Also, ja, außerdem wird uns ja eh, wenn man allen glauben darf, wird uns ja eh Ebola alle hinwegraffen. Obwohl ja mittlerweile, das ist ja auch so eine Medienhetze, oder? Mittlerweile, es redet ja zum Beispiel auch keiner mehr von Vogelgrippe oder Schweinegrippe, die auch so kreuzgefährlich waren. Die Krankheiten sind ja nicht weg. Aber es wird überhaupt nicht mehr berichtet und dann ist das auch nicht mehr wichtig, ne? Oder hier dieser Virus, wie hieß der nochmal? Dieser hier, der in den, war das nicht am Ende in diesen Sprossen drinne? Dieser, wie, Ehek? Ne, wie hieß der? Hieß der nicht irgendwie so Ehek? Oder so? Ach, keine Ahnung. Dieser komische Virus da hier, wo alle auch Magen-Darm hatten oder sowas. Keine Ahnung. Ah, wir können in den Hausflur. Ja, geil. Wir klopfen mal an die Nachbarstür. Vielleicht ist Mahoney, McConey ja da. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Okay, vielleicht können wir aufs Dach gehen und da mal gucken, was so abgeht. Alter! Sagte, sie bräuchte jemanden, der reifer ist. Alter, ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Alter! Wie geil! Oh shit, stimmt ja. Bringst du mich jetzt um? Tja, sollten wir eigentlich. Nein! Ist das der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Bringen wir ihm etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Alter. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei. Ja, klar, ist jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, also ich zisch mal los und besorg ein paar Tacos und eine Limo. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab deinen Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle den Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Er? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar.
Du willst nicht gefressen werden, aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Nimm's nicht persönlich. Da hast du recht. Er ist ein verdammter Taschendieb. Also ist das persönlich? Ihr könnt mich nicht fressen. Die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Toad? Oh, Mist, das stimmt. Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, warte mal. Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier im faulen Lenz machen. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Das ist sie? Der Boss ist eine Sie? Wir sind auch nur Menschen. Oh. Nein, sind wir nicht. Oh, stimmt, ja. Kann mal jemand Hungersnot seinen Unterkiefer geben? Das Genossen macht mich fertig. Kein Spielverderber. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja? Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir. Mit der willst du nicht reden. Verstehe. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Oh, fuck. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wäre es egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist, der beste aller denkbaren Freunde, der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse und natürlich mein Ex-Verlobter. Und sie erinnert sich daran. Wie geht's denn so? Hey, das Sending. Sieh dir das beziehungsweise an. Daran. Die kennen sich. Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay. Nö, das ergibt Sinn. Ich fange nochmal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nun Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raumzeitveränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nun nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, oh mein aber Gott. Du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt?
Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Scheiß für dich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Oh mein Gott. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps und Abwaschtattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Die Stimme von dem ist so geil. Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach, komm schon. Du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh. Jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay. Entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf's denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Ja, das ist wirklich eine Falle. Du hast ja wohl deine... Naja, die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Keller. Ölwechsel, du weißt schon. Alter. Alter. What the fuck? Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen hab. Weiß nicht, ist nicht so richtig mein Ding. Sieht stark aus. Du siehst stark aus, Süße. Oh Gott, ja, ich bin übrigens auch noch da, ne? Nach diesem, weiß nicht, die quatschen ja hier schon 10 Minuten am Stück bestimmt schon. So, ist ja der Hammer. Ich finde die Sequenzen immer lustig, aber irgendwie sind sie etwas lang. So, was sagen wir? Du siehst stark aus, Süße. Du siehst stark aus, Süße. Jawohl. Das war mir schon klar. Das war mir schon klar, vor allen Dingen. Aus. Aber mit den Flügeln ist das noch eine Nummer beeindruckend. Und vor allem die Ziegenbeine, ja, und die Hörner. Super. Sicher setzt du da einen neuen Trend. Auf keinen Fall. Wenn ich auch nur ein Mädel mit Flügeln sehe, reiße ich sie raus wie bei einer Fliege. Erinnert mich an eine von Matts schlechten Angewohnheiten. Was ist dieser Matt? Eine Art Kakerlake oder was? Oh, das war gemein. Selbst für einen Dämon wie dich. Danke. Das war kein Kompliment. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest. Aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als
der Teufel bezeichnet geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Das ist ja toll. In die Schuhe schieben? Mann, ich räume mir hinterher nicht auf. Du dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Nicht wirklich. Ich habe einen Fernseher, einen DVD-Player und alle 6 Staffeln von den Sopranos bei mir zu Hause. Sally, ich bin's schuld. Mann, du hast wohl zu viel von dem Schwefel eingeatmet. Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Attention-Whore. Oh, jetzt geht der Bitchfight los, Sally, komm hier. Wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Attention-Whore. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game over. Schachmatt. Wie? Du Was? Bist am Arsch. Hey, nein. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Braver Junge. Gibt einfach nie die Hoffnung auf. Und ihr Lappen. Die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor 5 dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit. Zerstört! Okay. Ich hoffe, du stürzt den Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann! Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören! Das ist doch Wahnsinn! Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Amen, Bruder. Dürfen wir überhaupt sagen? Oh Gott, na, die können ja eine Gewerkschaft gründen. So, wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz. Ich würde mir das ja nicht gefallen lassen. Die Schlampe nutzt euch doch bloß aus. Wir beginnen uns mal vorsichtig ranzutasten. Wir wollen ja hier jetzt einen Aufstand planen. Wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz. So schaut's aus. Guck mal, die Hungersnot stimmt uns schon zu. Irgendjemand musste das auch mal sagen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hungersnot. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Tja, das doch gar behauptet nicht. Sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig stille, Sterblicher. Wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheische nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die 4 apokalyptischen Reiter. Ja, obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlvoll. Jungs, das reicht jetzt. Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemand um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, und? Warte mal. Ihr redet von euch selbst? Okay, das war mir nicht klar. Reiter, ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. Fuck. Komm schon, Jungs. Uns gefällt doch die Situation auch nicht besonders. Warum helfen wir nicht ein bisschen aus? Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen? Was habt ihr mit mir vor? Wir fressen dich auf, wenn du nicht die Klappe hältst. Aber ihr wollt es einsetzen? Ja, natürlich nicht für umsonst. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erkläre es dir. Weißt du,
Wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Lot bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknospen sind etwas eigentümlich. Wir essen nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Mm. Je frischer, desto besser. Dann ist es zarter, weißt du? Das heißt, wir essen nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so. Wir brauchen Frischfleisch. Irgendwas, was noch atmet. Heißt das, ihr wollt mich essen? Tja, wenn's dir nichts ausmacht. Uns soll es recht sein. Das Mittagessen ist gerettet. Brühe, ratet mal. Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern, sollten wir uns fragen, wie wir ihm denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Guter Punkt. Das stimmt allerdings. Ich nehm die Hüfte. Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt, besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Und verschwende keine Zeit mit Fremden, ja? Du meinst so Fremde wie ihr? Och Himmel nochmal, uns kennst du doch. Wir waren in Tausenden von Filmen. Ja, gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Schön. Ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Ja, stimmt. Ich hole euch mal was zu essen. Okay, oh mein Gott, was für lange Gespräche. Und wir sind jetzt der Imbiss für, ja, Tod, Krieg, Hungersnot. Und das hier, ich weiß nicht, was ultra geil ist, der ist mit Duftbäumchen behängen, behangen. Pestilenz, okay, Pestilenz ist der vierte. Also Krankheit in dem Sinne, ne? Und Würmer hier und der Schädel hier guckt halt das Hirn raus, wo wir uns auch fragen, wieso hat der überhaupt ein Hirn? Der ist auch der Einzige, der ein Auge hat, die anderen haben keine Augen. Hübsch. Und alle müssten mal zum Zahnarzt. Das sieht nicht gut aus. Aber na gut. Na gut, na gut, na gut. Die Klimaanlage ist natürlich immer noch da. Die konnten wir bis jetzt immer noch nicht benutzen. Aber ich muss nichtsdestotrotz sagen, ich beende hier den Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal holen wir uns, beziehungsweise holen wir den Herrschaften hier etwas Deliziöses zum Mittagessen. Delikat und deliziös. Und mal schauen, wer das sein wird. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass wir irgendeinen Menschen hochlocken müssen und den fressen die dann. Das wäre voll mies. Naja, wie auch immer, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.